Diese Worte töten deine Beziehung. Wolltest du immer schon wissen, wo bei einem Streit und einer hitzigen Diskussion mit deinem Partner die Grenzen verlaufen? Natürlich ist alles ein No-Go, was beleidigend oder persönlich verletzend wird. Doch es gibt noch ein paar andere Dinge, die du deiner besseren Hälfte niemals, auch nicht in der Hitze des Gefechts, an den Kopf werfen darfst. Es handelt sich dabei um verbale Giftpfeile und Sargnägel für deine Beziehung. Welche das sind, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Es ist aus. Der Killer Nummer 1 in einem Streitgespräch ist dieser. Wir kündigen unserer sogenannten besseren Hälfte die Beziehung auf, wollen den Schluss machen und alles in die Tonne treten, wofür wir eigentlich immer noch brennen. Liebe ist aber nichts, was man an- und ausknipsen kann wie einen Lichtschalter. Sie verlangt Hingabe und Kompromissbereitschaft. Wenn wir jedes Mal gedanklich und verbal die Flinte ins Korn werfen, wenn unser Stolz verletzt wurde und unsere Gefühle mit uns durchgehen, hinterlässt das Spuren im Beziehungsgefüge. Und irgendwann wird aus dieser Drohung bitterer Ernst. Nummer 2. Du bist genau wie deine Mutter, dein Vater. Wenn es eine Sache gibt, die wir einander wirklich nur schwer verzeihen können, dann ist es der Vergleich mit unseren Eltern. Niemand möchte so sein wie sie. Und wir alle werden es früher oder später trotzdem. Dennoch ist diese Aussage ein No-Go erster Güte. Gerade von unserer besseren Hälfte erwarten wir uns Rückendeckung und Unterstützung in allen Lebenslagen. Sieht sie oder er uns auf einer Stufe mit unseren Eltern, entzaubert das jede Beziehung im Nu. Wir wollen nicht in diese Rolle gedrängt werden und dieser Vergleich ist alles andere als schmeichelhaft und fair. Nummer 3. Wenn ich dir wirklich etwas bedeuten würde, dann. Immer her mit einem Ultimatum, das macht so richtig Lust auf diese Beziehung. Aber im Ernst, solche Erpressungsversuche sind billig und außerdem der Türöffner für zukünftige toxische Verhaltensmuster. Klappt diese Wenn-Dann-Schiene nur ein einziges Mal, wird sie immer wieder zum Einsatz kommen. Das ist emotionale Erpressung in Reinkultur und sollte daher niemals, niemals erfolgreich sein. Doch es spricht auch nicht gerade für einen Menschen, einen anderen mit Druck oder Zwang dazu zu bringen, eine liebevolle Bindung aufzubauen. Gefühle kann man nicht erzwingen und wahre Liebe schon gar nicht. Basiert der Versuch, einen Streit zu gewinnen, auf Erpressung und Druck, ist es schnell bestellt um diese Partnerschaft. Nummer 4. Was auch immer du meinst. Mit Sätzen wie diesem sind wir im Streit schnell zur Hand. Allerdings klingen sie wesentlich harmloser, als sie es tatsächlich sind. Was klingt wie ein Einlenken oder Resignieren, ist in Wahrheit purer Zynismus. Wer das sagt, denkt sich tatsächlich etwas ganz anderes. Und egal oder einerlei ist es natürlich ganz und gar nicht, was die oder der andere gerade meint. Wortmeldungen wie »was immer du meinst« sind wie kleine Giftpfeile, die wir auf unser Gegenüber abfeuern. Mit der Zeit erst entfalten sie ihre Wirkung. Und nur zeitverzögert ist das wahre Ausmaß des Schadens zu erkennen, den sie angerichtet haben. Ironie und Sarkasmus sind niemals eine gute Wahl, wenn wir ein Problem lösen oder einen Kompromiss finden wollen. Sie machen alles nur schlimmer, nie besser. Der andere fühlt sich dank ihnen nicht ernst genommen und die destruktive Abwärtsspirale des Kämpfens und Streitens dreht sich unaufhörlich weiter. Nummer 5. Warum kannst du nicht so sein wie? Falls dir diese Bemerkung im Zuge eines Streits einmal über die Lippen kommt, beiß dir besser auf die Zunge. Es ist sozusagen der Todesstoß in jeder Beziehung, die oder den anderen mit jemandem zu vergleichen. Zieht man diese Person dann auch noch als Vorbild heran, wenn ohnehin schon Land unter ist, dann sollte man sich über die schrecklichen Konsequenzen nicht wundern.
Eventuell verrät man sich mit dieser Forderung sogar und zeigt dem Lebensmenschen unabsichtlich, für wen eigentlich das Herz schlägt. Beziehungen mit Vorbildern und Role Models auszuschmücken war noch nie eine gute Idee. Andere Menschen zeigen nie ihr wahres Ich. Da ist es nicht schwer, besser dazustehen als jene Person, mit der wir unser Leben teilen. Nummer 6. Passt schon, lass gut sein. Der Versuch, einen Streit mit diesen Worten beizulegen, wird ebenfalls kläglich scheitern. Hier ist nichts gut und nichts passt vor allem. Jede Variante dieser Wortspenden kommt mit einem negativen Beigeschmack des Weges. Alles aus dieser Richtung klingt entnervt und absolut vernichtend. Außerdem sprechen wir unserem Partner mit einem resignierenden Lass es gut sein das Recht auf weitere Argumente ab. Wir wollen nichts mehr hören, aber anscheinend sind wir noch nicht am Ende dieser Diskussion angelangt. Sehr konstruktiv oder erwachsen ist so ein Verhalten sicher nicht. Greifen wir immer wieder darauf zurück, sollten wir dringend an unserer Streitkultur arbeiten. Nummer 7. Jeder Vorwurf, der ein Immer oder Nie beinhaltet. Wenn du es mit deinen überschäumenden Gefühlen im Zuge eines Streits irgendwie vereinbaren kannst, streiche die Wörter Immer und Nie aus deinem Wortschatz. Sie machen alles, egal worum es geht, sehr viel schlimmer. Ein Beispiel. Dreht sich euer Streit um die Hausarbeit, macht es einen enormen Unterschied, ob du "Könntest du deine Tasse bitte in den Geschirrspüler räumen?" sagst oder "Du räumst nie dein Geschirr weg." Nie und immer sind absolut. Sie lassen keinen Spielraum für Grauzonen oder dafür, dass vielleicht doch nicht alles so verheerend ist, wie es gerade geschildert wird. Unser heutiges Fazit. Eklat hin oder her. Manches muss ungesagt bleiben, damit es anschließend noch weitergehen kann. Im Streit sagen wir alle schnell Dinge, die wir später bereuen. Aber ganz sollten deine Gefühle niemals mit dir durchgehen. Erlaube dir und deiner Wut nicht, die Kontrolle über die Situation zu erlangen. Du sagst sonst Dinge, die du vielleicht gar nicht so meinst, die aber immensen Schaden anrichten können. Das Problem dabei ist, du kannst etwas, das du einmal ausgesprochen hast, nicht wieder zurücknehmen. Es bleibt für alle Zeit Teil eurer Realität als Paar. Und der Alltag kann schon hart genug sein, auch ohne diese immerwährende Stimme im Ohr, die sich ständig an diesen einen vernichtenden Satz erinnern wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.